Ahu, liebe Schildmeide-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Food Truck Simulator mit eurem Erik Vikingson. Ich hole euch gerade ab, ich bin gerade am Punken. Ich habe mir gedacht, komm, machen wir das Ding voll und dann fahren wir gleich mal zu Luciano hoch in die Berge. Was haben wir denn bezahlt? $57. Das ist okay. So, dann fahren wir mal hoch in den District, ne? Müssen wir jetzt hier fahren, rechts rum. Okay, okay, okay. Genau, fahren Sie italienische Viertel. Die Frage ist jetzt, oder müssen wir hier lang? Wir müssen hier hoch, ne? Das heißt, wir müssen hier rechts hoch. Ja, eigentlich können wir auch so fahren. Wir fahren hier gleich rechts an einem Kreisverkehr lang. Let's go! Auf geht's zu weiteren Taten hier von uns im Food Truck Business. So, getankt haben wir. Bevor wir hier irgendwas machen, müssen wir natürlich Ware kaufen. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier oben das Problem kriegen, dass wir da oben jetzt verkaufen sollen oder so. Ich habe so das Gefühl, wir müssen jetzt hier gleich links hoch, ne? Kann das sein, dass ich hier, dass wir links hoch müssen? Ah, nee, 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 nee. Wenn wir da rein müssen. Doch, wir müssen da hoch. Wir müssen hier hoch. Wir haben grün. Wow, 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 hallo, ich habe auch grün, ne? Freundchen. So, einmal hier hoch, bitte. So. Ich hoffe, das ist halt richtig hier mit dem italienischen District, ne? Okay, wir sind richtig, Gott sei Dank. Wir müssen jetzt hier hoch. Wow. Boah, das Ding ist aber auch hier richtig. Komm, lauf zu jetzt, Typ. Also, das ist ganz schön schwierig. Man kommt sich auch so ein bisschen vor, als ob man hier in Italien wäre. Italien, Neapel hat ja auch diese hohen Steigungen, wenn du Richtung Vesuv hochfährst. Das ist schon richtig krass. Aber okay. So ein bisschen schneller wäre jetzt halt auch nicht schlecht. So, komm, kann ich dich überholen? Ich habe anscheinend bessere Reifen als der Gute hier. So, hier oben ist der Job vom Luciano. Ja, ihr seid da, ne? Sehr gut. Ja, ja, ich park ein, warte. Du, ich habe da mal kurz die Lampe umgedrückt. Boah, also mit den Bremsen und so weiter, ne? Da muss ich. Well, well, well. Wow. Look who we got here. Da ist er. This district continues to surprise me. Looks wonderful. And what are these? Something caught your eye. Er will halt wirklich, dass wir jetzt Pizza verkaufen, ne? I'm getting a feeling that you will sell a lot of pizzas tonight. Now I'm sure of it. Okay, das haben wir alles, das ist grün. Wir sollen 12-mal Pizzateig kaufen. Haben wir. Dann sollen wir Dose Tomaten 4 kaufen. Haben wir. Mozzarella Käse 8. Haben wir. Schinken 4. Also wir müssen Pizza verkaufen. Wir kommen ja gar nicht drum rum. So, Champignons 4. Das ist aber egal. Ich habe gesagt, ab jetzt easy peasy. Ruhig. Und, ne? Ihr wisst. So. Hab ich alles, ne? 12, 4, 8. Alles super. Wir bestellen. Yeah. Awesome. Automatisch natürlich. So, das passt. Das passt mir auch. Das kann ich ins Regal tun. Das kann auch ins Regal. Das wird nicht schlecht. Die Zwiebel kommt jetzt auch ins Regal. So, pass auf. Das Fleisch habe ich im Kühlschrank. Mozzarella ist im Kühlschrank. Der Pizzateig, der soll schön warm sein, damit er aufgeht. Ab ins Regal. So, Mozzarella kalt, 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 Fleisch ist klar. Das hier, Kühlschrank. Das kommt ins Regal. Das kommt ins Regal. Das kommt ins Regal. Ne, passt. Sind wir uns einig. Die Wurst kommt in den Kühlschrank. Oh. Und im Gefrierschrank haben wir die Pommes. Das ist super. Hier ist noch eine Zwiebel, die kommt ins Regal. Die Tomaten können eigentlich auch ins Regal, aber dann ist alles voll. Aber so passt es ganz gut. So ist es in Ordnung. Da brauchen wir nur die Pommes. Da haben wir kurze Wege. Das ist super. So machen wir das. So finde ich es gut. Zustimmen. Let's go. Ab dafür. Warm, Junge. Boah, jetzt werden wir fast umgekippt. So. Fahre zur Verkaufsstelle im italienischen Bezirk. Sind wir da nicht gerade? Ne, hier oben. Ach so. Das heißt also jetzt,
Dass wir jetzt hier Pizza verkaufen, oder was? Ihr wollt mich doch jetzt rollen. Ja, dann los. Dann los hier. So, E gedrückt halten. Das schaffen wir. Wir kriegen das hin. Lucianos Job. Bella Italia. Mal wieder. So, da fahren wir rein. Es wird langsam dunkel. Oh, weia. Hier gibt es schönes Gelato. Und Brezel. So. Willkommen zu Valhalla Food. Wie geht's euch? Wow, was hier los ist. Okay, pass auf. Das ist alles eingehangen. Das ist alles super. Wir machen als allererstes den Ofen an. Zack. Licht an. Zack. Ich denke, wir werden auch Fritten verkaufen demnächst jetzt hier. Das heißt, wir bereiten alles vor. Mise en place ohne Ende, ne? So. Hier drin haben wir unsere Tomaten. Das ist super. Dann würde ich sagen, wir werden... Entschuldigung, das hier nicht brauchen. Wir werden Mozzarella. Und demnächst... Das heißt, da werden wir uns hier schon mal Mozzarella vorschneiden ein bisschen. Neue Bestellung haben wir. Eins, zwei... So, drei Stück haben wir. Zack, rein hier. Plapp. Und plapp. Und flapp. So. Ich bereite erst vor, ja? Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein Traumburger. Und eine Prosciutto e Capriola. Was ist das denn? Okay. Ja, okay. Okay, alles gut, alles gut. So. Wir gehen das alles hin. Keine Probleme. So. Zack, 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 zack. Alles geschnitten, zwei Scheiben. Das kommt für mich hier rein. So, das lasse ich jetzt hier auch offen. Da kenne ich jetzt nichts. Da bin ich jetzt einfach so, da kenne ich nichts. Ich mache noch ein bisschen Mise en place. Noch ist alles gut, ne? Boah, fünfmal. Okay. Ja, pass mal auf, das tue ich aber jetzt hier drauf. So. Guck mal. Zack. Ein bisschen Schinken würde ich aber gerne auch nochmal schneiden. So, die Peperoni, die haben wir dann schnell geschnitten. Das ist jetzt kein Thema. So, in die Mitte muss ich rein. Guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 18, 26, dreimal. Warm, Junge. Das war mehr als zweimal. Boah, wir werden richtig gut noch, hey. Mise en place Kings hier. So, pass auf. Du willst die Pizza, den Traumburger. Den mache ich dir. Tomatenscheibe, Käse, alles easy, alles peasy. So, let's go. Und einmal ran hier. Wir machen das alles Stück für Stück, ne? Das Fleisch, das haben wir hier. Drauf auf dem Grill. Das Fleisch soll gut durchgebraten sein, genauso wie der Bacon. Kriegen wir hin, mein Jung. Das machen wir für dich. Das Brötchen. Brötchen haben wir im Regal. Das holen wir raus hier. Ein Brötchen. Das schneiden wir auf. Das ist kein Thema. Jawohl. Schön easy peasy. Oh, das ist nichts passiert, ne? Das legen wir erstmal Gott dahin. Was brauchen wir denn noch dafür? Mayonnaise, die haben wir draußen. Das knusprige Brötchen. Fleisch gut durchgebraten. Alles super. Zwiebelscheiben. Die können wir uns gleich nochmal mies entblasen. Die Zwiebelscheiben. Da haben wir nämlich noch keine. Oh, komm mal her. Lass mich mal da ran. Zack. Und zack, und zack, und zack. Und zack. So, zwei Zwiebelscheiben. Super. Gut durch, gut durch. Sind wir hier gut durch? Hier sind wir gut durch. Perfekt. Komm mal her. Hallo. So, das Brötchen drauf. Zack. Wo ist unser anderes Brötchen? Zack. Ne, warte mal, der Bacon war auch noch gut durch, ne? Ja, gut durch, sehr gut. Passt. Perfekt. Dann hauen wir erstmal den Burger raus hier. Ganz entspannt und ganz in Ruhe. So, Fleisch drauf. Ja, machen wir zu. Bacon drauf. Dann möchtest du eine Tomate haben, eine Scheibe Käse. Natürlich kriegst du die. Eine Tomatenscheibe obendrauf. Dann kommt natürlich die gute Mayonnaise. Die darf natürlich nicht fehlen. Ist alles Mayo hier. Und eine Zwiebelscheibe kriegst du natürlich auch, mein Junge. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Zack, oben drauf und ab dafür. Bestellung Nummer 1, der Traumburger. Bitteschön.
Dankeschön, 21,80, das kann sich sehen lassen. Da bin ich doch richtig gern dabei. Dann haben wir eine Prosciutto e Cipolla mit Schinken, Zwiebeln, Mozzarella. Awesome. Ja, Mann. Und gebackener, schöner, geiler Teig. So, komm mal her. Das nehmen wir raus, dann geht die schön auf hier. Hier gehen wir natürlich rein und machen hier wunderschönes Mise en place. So, einmal ausrollen. Wir haben es ja gelernt, wir können es. Wir wissen, dass wir es können. Der Ofen ist an. Genau, hier können wir schon mal den Grill ausmachen, weil wenn wir nicht brauchen, ist es ja schwachsinnig. Ne? Wir machen auch nach Bestellung die Tomatensoße, haben wir vergessen. Die gute Tomatensoße haben wir vergessen rauszutun. Jetzt ist sie da. Hallo? So. Jawohl, schön großzügig drauf machen, dass auch nichts verkommt. Das muss richtig knallen hier, wenn er reinbeißt. So, dann brauchen wir Schinken. Alles Schinken oder was? Dann brauchen wir ein bisschen Mozzarella, richtig? Richtig. Und wir brauchen natürlich eine Zwiebelscheibe, die wir ja auch vorbereitet haben. Und dann geht das Ganze ab in den Pizza Open. Neue Bestellung haben wir auch. Eine vegetarische Pikante. Okay. So, jetzt warten wir kurz. Da haben wir 300 Sekunden Zeit. Wir machen das Stück für Stück. Jede Bestellung, die fertig ist, das muss so sein. Ich komme hier sonst in Stress. Und das will ich nicht. Das können wir nicht gebrauchen. Stress macht mehr kaputt als alles andere. So. Hier ist Ihre Pizza Nummer 2. Bitteschön. Jawohl, war pünktlich. 22 Euro. So muss es sein. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir eine knusprige Pizza. Okay. Alles klar. Kein Problem. Danke dir, mein Junge. Komm bald wieder. Oder ich komme öfters hierher. Man weiß es nicht genau, ne? So, nächste Bestellung. So läuft das sehr gut. Das läuft super. So, machen wir schon mal ein Süßchen drauf, ne? Prima la pizza, li mamma. Mama mache Pizza gut. So, Mozzarella-Scheibe habe ich hier. Zack, einmal raus, drauf. Dann ein Tomätchen, haben wir hier, drauf, drauf. Siehste, und das ist geil, wenn man Mise en place. Champignons, haben wir nicht. Super. Wieso haben wir den nicht? Mise en place, schlecht. Zwiebel braucht man. Das wusste ich von vorhin noch. Das habe ich noch mal gelesen. Zack. Komm mal hier. Zack, alles gut. Drei Stück. Komm, nimm an hier. Leg mal drauf. Und eine Zwiebel auf die Pizza. Perfekt. Tomate, Zwiebel, Mozzarella jetzt drauf. Champignon und Chili. Champignon und Chili. La pizza, li cole, la mamma. Die Pizza für alle. Chalala. So. Ach gut, jetzt. Ich bin entspannt und das ist super. Pepperoni. Vegetarisch. Die ist aber auch mega. Für mich natürlich noch ein bisschen zu wenig Belag. Aber die wollen das ja so. Von daher, was soll ich machen? Einmal geht's drauf da hier. Sind wir durch, wa? Geil. Drauf hier. Und ab dafür rein das Ganze. Und zu. Wir holen den Pizzakarton raus. Stellen wir den natürlich hier hin. So, dann gehen wir einmal hier putzen schnell. Einmal putzi putzi, sehr gut. So, was haben wir hier? Pungi? Was? Pungi? Pizza Pungi oder was? Okay. Champignons. Naja, alles gut. So. Das war hier, ne? Knusprig gebraten, wolltest du die haben? Das ist kein Thema. Dann räumen wir hier die Pizza schon mal aus. Alles easy, alles peasy. La vita e bella. Wir sind dran. Alles kommt auf den Teller. So, wie sieht's aus? Gebacken ist bald knusprig. Komm, bevor es mal anbrennt, gehen wir hier dran. Bam. Zack, raus. Ofen zu. La pizza wie bei Mama. So, Nummer 3. Bitteschön. Bekannte Pizza. Dankeschön. Sehr gut, werden Sie uns bald wieder. So, dann haben wir Mozzarella und Champignon. Alles haben wir da. Nice. Ja, yeah, Mann. Wir haben alles. Bei uns kriegen Sie alles, was Sie wollen. Und davon noch mehr.
So. Lecker, lecker, lecker. Und dann gibt es hier auf jeden Fall Mozzarella. Und Champignon, die Pizza Fungi. Super ist sie. Kann ich da eigentlich mehr drauf machen? Ich will es halt nicht übertreiben, wisst ihr? Aber wenn die sagen, dass es cool ist, eine Champignon. Und gebackener Pizzateig, passt schon. Alles gut. So. Hey, das war doch mal entspannter heute, auf jeden Fall. Ich fühle mich auch richtig gut heute. Ich hatte schon wieder ein bisschen Panik, wo ich gelesen habe, Pizza machen. Aber so schlimm ist es gar nicht. Aber ich denke mal, da wird demnächst einiges noch auf uns zukommen. Und ein bisschen mehr werden. So, die Pizza ist fertig. Hier, Le Mama Fungi. Bitteschön, Dankeschön, pünktlich 21 Euro. Das ist mega. So, damit haben wir auch den letzten Kunden abgefertigt. Mach's gut. Ich hoffe, es schmeckt dir. Erzähl mal. That's great. Ja, Mann. So wollte ich das hören. Sehr schön. Der Grill, der ist aus. Das ist kein Ding. Dann machen wir natürlich wieder alles sauber. So. Awesome. Hier alles ausmachen. Pizzaofen werde ich natürlich auch gleich sauber machen. Obwohl, wir haben es gut zusammengerissen. Guck mal, ist fast nichts dreckig geworden. Die Pommes haben wir nicht gebraucht. 2%, auch das ist sauber. So, hier wäre ich halt gerne. Hoppala. Sag mal. Kann ich das jetzt? Warte mal, ich habe Mozzarella hier, die kann ich ja hier rein tun, ne? Den Schinken, den habe ich hier. Den kann ich ja hier rein tun, oder? Ach, verdammt. Das ist natürlich schade. Komme ich da unten auch ran? Nee, ne? Was habe ich hier? Da komme ich nicht ran. Okay, pass auf. Die Pilze. Pilze würde ich gerne hier rein stapeln. So. Die Zwiebeln. Kriege ich die Zwiebeln eigentlich hier wieder rein? Ja! Dann kriege ich ja den Schinken hier rein, oder? Das ist ja Wahnsinn. Aus einer Zwiebelscheibe mache eine Zwiebel. Jaui baui. Guck hin, du. So. Zwiebelscheibe. Ja, leck. Boah, das wird ja immer besser gerade. Und hier. Da. Speckscheibchen. Super. Das finde ich gut. Das finde ich absolut in Ordnung. Wie sieht es denn hier aus? Ist hier nochmal was dreckig geworden gerade? Nee, ne? Auch 2%. Aber die Mama weg. So, dann sind wir hier durch, wa? Radio aus. Haben wir gemacht. So. Ihr Lieben, ich fahre dann jetzt mal. Ich komme demnächst wieder. Pizza, Burger, Pommes, alles dann da. Dankeschön, dass ihr da wart. Macht euch noch einen schönen Abend. Genießt die Aussicht, das schöne Wetter. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Ab geht's. Ab nach Hause. La, da, da, da. Ich freue mich. So, das sind wir on the road again. La vita e bella ist abgeschlossen anscheinend. Was sollen wir jetzt machen? Aha, kommt ein Anruf. Ich will da jetzt aber erstmal gar nichts rangehen. So, ich lasse das jetzt mal klingeln, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da jetzt dran gehe, kann ich nicht speichern. Wisst ihr, wie ich es meine? Das wäre natürlich richtig, richtig blöd. Oha. So. So, komme ich jetzt mal hier durch, bitte? So, ich muss hier runter, ne? Ja, ja. So, hier runter. Nicht umkippen. Sehr gut. Das ist eine Katastrophe. Jetzt hänge ich hier. Ach komm, hör auf. Hänge ich jetzt wirklich hier drin? Ne? Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Warte mal, irgendwie war doch hier... Befreie den Drack auf Z. Okay, sehr gut. Jetzt fährt er trotzdem nicht vorwärts. Ey, was ist denn los? Jetzt.
Wow, wir sind ganz schön tief beladen, ey. Ihre Heimfahrt hier. So. Bam, 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 bam. Was denn? Ist doch alles gut gegangen. Bleibt mal ganz ruhig. Oh, da habe ich was gesehen. Da habe ich was gesehen in der Lagerhalle. So, hier drüber. Es tut mir jetzt gerade leid wegen dem Telefon, aber ich will das mal testen, weil ich will gucken, ob ich pennen kann. Wenn natürlich nicht, gehe ich ans Telefon, aber ich habe jetzt in letzter Zeit das Gefühl zweimal gehabt, dass ich speichern wollte und es ging nicht. Und ich glaube, dass unsere Couch der Speicherpunkt ist. So, hier habe ich mir jetzt angewöhnt, wieder vorwärts reinzufahren. Ich fahre nämlich dann einfach rückwärts raus. Das ist mir dann auch egal. So, machen wir wieder auf hier. So, ich will jetzt nur was testen. So, wir sind zu Hause. Hi, Kid. Ich hab E gedrückt. I think I'm running on some sort of second wind. Glad to hear that. I have one last offer that might interest you today. I'm still awake. What is it? Check your PC. There's a new job at the gas station. I've heard that the owner has some interesting benefits as part of the assignment. Appreciate it, Clara. As always, thank you for your support. No problem, Kid. Take care. Okay, then. It's time to go back to the garage. Wir sind schon in der Garage. Hallo? Scheiße. Haben wir jetzt den vorgegriffen oder was? Lass mal kurz rausfahren. Eieiei. Das ist noch ein bisschen hakelig, finde ich. So, pass auf. Garage, rein. Pack, bam, erledigt. So, das haben wir. Benutze den PC. Ich würde jetzt gerne gucken, ob wir jetzt hier pennen können. Beende zuerst den aktuellen Auftrag. Und ich glaube, das ist das Ding, warum wir nicht pennen können. So, benutze deinen PC. Machen wir natürlich. Melde dich für die Aufgabe des Tankstellenbesitzers an. Ich habe das nämlich das Problem, dass ich nicht speichern kann. So. 15 bis 100. Was möchtest du denn? Reinige Joes Tankstelle in der Nachtschicht, um neue Schnellreisepunkte zu erschließen und ein paar Dollar zu verdienen. Denke daran, präzise zu sein, da der Job nicht zeitlich begrenzt ist. Je mehr Schmutz du reinigst, desto mehr Geld bekommst du. Du hast einen Versuch pro Nacht. Okay. Wir haben ja noch Zeit, wir machen das. Oh, okay. Okay, wir werden, glaube ich, rüber transportiert. Ja, ist okay. Tagsüber verkaufen wir Pizza, abends reinigen wir die Tankstelle. Super. Das ist doch der Andrew von Gas Station Simulator, oder nicht? Gucken dir an, du. So, was soll ich machen? Sprich mit dem Inhaber, das bist du, ne? Hello, Moin. Sir. Are you the owner? Huh? You talking to me? Yes, to you, sir. Damn straight I am. You seeing anyone capable here of running this joint? Don't think so. Well, sir, I'm here for... For a job? Wait, ain't you the one that signed in earlier? You look like you're not afraid of hard work. I could use a few bucks. If so... You better roll up your sleeves, buddy. Yes, yes. Schnappt sie den Hochdruckreiniger, ne? Kennen wir ja, ne? Da sind wir ja super drin. Ich kann halt nur nicht nehmen. Well, jetzt hab ich ihn. You signed for a cleaning job of your life. Ready to get down and dirty? So, what okay, alles, should was dreckig ist, soll all of the surfaces you see. Mainly from dust, but also from oil and tire stains. These are a pain in the ass. Yeah, the dirt kills. You're goddamn right, buddy. I'm letting you leash free for this job. Guck dir das mal an, wie sieht's denn hier aus? I don't care how. That's what you're being paid for. Understood. The more dirt you clean, the more bucks you get. Clear? Yep. I better get started. Let me know once you finish. Okay, sir. Don't you sir me. So wie das aussieht hier nie. Remember that. Okay, er hat uns jetzt halt nur noch mal gesagt, dass wir die Tankstelle sauber machen sollen, sollen uns beeilen. Je mehr wir sauber machen, umso mehr Geld, Kohle kriegen wir natürlich. Ist ganz klar. Aber wenn ich das hier so sehe, alter Schwede, das ist ja irre. Das ist ja unfassbar irre. So, oben läuft ein Balken. Der Balken zeigt uns an, wie weit oder was wir schon gereinigt haben. Und da seht ihr selber, das ist noch nicht viel.
Wow. Erinnerung an Gas Station Simulator kommen hier wieder raus. Nur, dass es diesmal keine Autos sind. So. Ich mache jetzt hier diesen. So, da ist eigentlich alles cool. Weißt du, das ist eigentlich so ein Job für so einen Dennis, weißt du? Der uns hier die ganze Zeit auf den Sack geht. Und wir stehen hier, tagsüber verkaufen wir Pizza, richtig geiles Essen, Burger und so weiter. Und abends müssen wir die Tankstelle sauber machen. Da komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Aber hey, was macht man hier alles für Geld, ne? Und wenn wir natürlich dann Schnellreisepunkte dafür kriegen, ist es ja noch besser. Also von daher, alles okay, würde ich jetzt mal sagen. Wie viel Zeit haben wir denn? Bis das hier fertig ist, oder was? Alter Schwede, ey. Oder ist das hier oben die Zeit? Also entweder ist das oben die Zeit, die abläuft. Ich glaube, es sieht eher wie die Zeit aus. Leute, ich glaube, das ist eher die Zeit. Weil die Tankstelle ist safe. Guck mal hin. Safe noch nicht sauber. Und wir sind hier aber fast durch, ne? Aber das ist okay. Hey, wir haben viel geschafft. Wir haben die Hälfte. Sogar mehr sogar. So, die Station wurde gesäubert. Lege den Hochdruckreiniger ab, um den Job zu erledigen. Okay, ich könnte hier noch weitermachen. Aber das sehe ich ja gar nicht ein. Mucke ist auf jeden Fall gut. 100%? Yo, $100. Yo, I guess I'm done. Well, let's see. Good, good. Sag ich dir, finde ich auch gut, ne? So, sind wir zurück, können wir jetzt speichern. Das wäre natürlich super. Das wäre natürlich richtig gut. Ich hoffe, wir kriegen nicht wieder einen Anruf. Okay. Time to take a rest. Das Beenden deiner Tankstellenaufgabe auf mindestens gut ermöglicht die Tankstelle als Schnellreisepunkt zu benutzen. Die Verwendung von Schnellreise erfordert eine bestimmte Menge Kraftstoff, die je nach eventueller Entfernung variiert. Also heißt für uns, bevor wir Schnellreise machen, immer aufpassen. Um einen Schnellreisepunkt nutzen zu können, musst du die Karte verwenden, ist klar. Klicke auf die gewünschte Schnellreiseposition, prüfe die Kosten und leg los. Gut, mach mal eine Pause. Das sehe ich gerne und ich glaube, dieses Zeichen, mach mal eine Pause, ist für uns immer das Zeichen, wir können speichern gehen. Das heißt, wir haben den Tag erfolgreich beendet. Sehr gut. Ich glaube, jetzt sind wir am Speichern. Das heißt auch für uns, diese Folge geht jetzt erstmal dem Ende entgegen. So, guten Morgen. Und wir haben noch einen neuen Küstenjob. Und wir gehen natürlich nicht ans Telefon, denn wir gehen jetzt rüber in die neue Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dankeschön fürs Zuschauen. Euer Erik Vikingsson. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.